Guten Morgen, ihr Lieben! Ich habe gedacht, ich mache noch mal ein kurzes Video für euch. Und zwar gibt es eine Sache, die ich euch wirklich total ans Herz lege. Ich warte mal noch 2, 3 Sekündchen. Vielleicht schaltet noch jemand ein. Wie ihr seht, ich habe euch ein bisschen was im Hintergrund aufgebaut. Ich gehe mal zur Seite. Tada! After Dark! Ist übrigens komplett wieder ab Januar. Genau, lasst mal ein Däumchen da, ein Herzchen. Guten Morgen. Genau. Ah, hallo Daniela. Guten Morgen Patrick. Dominik. Ah, die Sabrina. Hallo. Also, ich mache es kurz. Ich will es gar nicht so lange machen. Am 4. Dezember ist unser Partyleit Nikoläusinnentag. Ja, also das ist ein ganz offizieller Tag von Partyleit. Was erwartet euch da? Es gibt immer mega tolle Angebote. Was das sein wird, das erfahren wir immer erst morgens, so gegen 10. Ja? Und es ist so die letzten Jahre bei mir so gewesen, dass ich immer so einen Charity Day bei mir zu Hause gemacht habe. Wer aufgrund dieser Angebote bei mir was gekauft hat oder auch was Reguläres aus dem Katalog gekauft hat, da habe ich immer meine Provision an Radio Salü Sternenregen gespendet. Ja, also ich finde das eine super tolle Sache. Man braucht nicht weit zu gehen, um Bedürftige zu finden. Und deswegen finde ich das von Radio Salü immer richtig schön. Aber es werden nicht nur tolle Angebote da sein. Ich werde halt bei mir zu Hause einen Tag der offenen Tür machen. Das wird sein von 9 bis circa 17, 18 Uhr, je nachdem. Ich werde auch einen kleinen weihnachtlichen Abverkauf machen. Ich muss mir halt noch so ein bisschen überlegen, wo ich das machen werde. Letztes Jahr hatte ich meine Küche ausgeräumt und hatte das so in der Küche dekoriert und wir haben noch im Esszimmer gesessen, aber das war zu Stoßzeiten schon arg knapp vom Platz her. Und ich glaube, wir werden doch in die untere Etage auswandern. Das muss ich mir noch so ein bisschen überlegen. Aber das war ganz schön. Wir haben auch noch zusammengesessen und geplaudert. Der Zeitraum ist relativ groß gesetzt. 9 bis circa 18 Uhr. Da könnt ihr kommen, da könnt ihr schnuppern. Ich hoffe, dass ich bis dahin schon das ein oder andere Produkt aus dem neuen Frühlingskatalog haben werde, dass ich euch da schon ein bisschen was bieten kann. Aber natürlich soll der Anreiz sein, dass man aus diesen Angeboten was bestellt oder bei mir an diesem Tag was bestellt und ich spende meine Provision an Radio Salü Sternenregen. Aber es geht nicht nur um Besteller, weil an diesem Partyleit Nikoläusinnentag, guten Morgen! An diesem Partyleit Nikoläusinnentag gibt es auch immer etwas ganz Besonderes für Neustarter. Ja? Also wenn du dir vielleicht überlegst, wir haben jetzt Mitte November, dass ihr vielleicht doch Lust hättet einzusteigen, selbst Partyleitberaterin zu werden. Wie ihr seht, ihr könnt auch ganz viel von zu Hause aus machen. Dann gibt es auch immer was Besonderes. Was das sein wird, kann ich auch noch nicht sagen. Letztes Jahr war es, glaube ich, ein 100-Euro-Gutschein on top. Ja, also da gibt es schon schöne Sachen. Einfach mal vorbeikommen. Ich finde es auch immer wichtig, da mal mich kennenzulernen. Wir sind wirklich ein ganz großes Team geworden in den letzten 3 Jahren. Es macht unheimlich viel Spaß zusammen. Und vielleicht ist das ja was für euch, für den einen oder anderen. Ja. Wenn ihr an diesem Tag nicht kommen könnt, weil es ist ja ein Mittwoch, es ist ja ein Tag, wo viele arbeiten gehen, das kann ich ja durchaus verstehen, dann könnt ihr natürlich auch anrufen. Also ab circa 10 Uhr werde ich, denke ich, die Angebote haben. Ich werde die auch in meinen WhatsApp-Status setzen. Ich werde die natürlich auch hier auch bei Facebook reinsetzen. Wenn ihr mich dann anruft oder mir schreibt, dass ihr etwas bestellt, auch davon werde ich meine Provision spenden. Also nicht nur, wenn ihr hier vor Ort seid, sondern auch, wenn ihr wirklich mich anruft oder per WhatsApp-Status reagiert. Guten Morgen, Michael. Unter den ersten 5 Bestellern, die per WhatsApp reinkommen oder die mich anrufen, verlose ich dann noch so was Kleines, Duftendes. Nee, ich verlose das nicht, das gibt es einfach dazu. Ja, habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht, das war auch immer ganz witzig. Und ich zeige euch mal, wie ich euch letztes Jahr empfangen habe. Ich habe es tatsächlich noch gefunden. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgegrübelt. Schaut mal.
Ich hatte ganz viele von diesen Dingern und wir haben echt ganz schöne Fotos gemacht. Für dieses Jahr habe ich mir was anderes überlegt. Ich hoffe, das kommt noch pünktlich. Ja, es ist eine etwas weitere Anreise. Das da hatte ich ja letztes Jahr schon. Das kann ich ja nicht nochmal anziehen. Ne? Ich brauche immer neue Sachen. Was wollte ich euch noch sagen? Ich habe dann nochmal für jetzt die 14 Tage bis zum Event ein kleines Gewinnspiel ausgerufen. Wobei dieses Gewinnspiel dieses Mal zum ersten Mal wirklich nur für diejenigen interessant ist, die bei mir in der Nähe wohnen. Ja? Oder die sich vorstellen können, auch von Trier habe ich ja ganz viele Kunden, einfach an diesem Tag zu mir zu kommen oder etwas zu bestellen. Und zwar möchte ich, dass meine Veranstaltung geteilt wird und dass man ins Kommentarfeld zwei Kerzenfreunde setzt, die diese Veranstaltung auf gar keinen Fall verpassen sollen, ja. Damit das Ganze einfach ein bisschen rund geht. Ich habe mich bei Radio Salü auch in den Veranstaltungskalender eintragen lassen. Auch das werde ich jetzt nochmal teilen. Aber ihr wisst, es gibt nichts Besseres oder keine bessere Werbung, wie wenn einfach viele Sachen einfach nochmal geteilt werden. Unter all denen, die meine Veranstaltung teilen und die zwei Kerzenfreunde einsetzen, die dieses Event auf gar keinen Fall verpassen dürfen, da verlose ich nochmal was. Und habe ich mir wirklich was ganz Besonderes ausgedacht. Ich zeige es euch. Wer kennt denn noch den Duft Meeresglas? Der war im Frühling und im Sommer gewesen. Der war sehr beliebt. Und schaut mal, ich habe gedacht, ich mache euch hier dieses Mini-Duftwachsglas. Also ich finde die Mini-Gläser ja wirklich Wahnsinn, ja. Und oh, der Duft ist einfach nur sensationell. Also alle, die die Veranstaltung teilen, zwei Kerzenfreunde reinsetzen, unter denen verlose ich dieses tolle Mini-Duftwachsglas im Meeresglas, ja. Also wirklich was ganz, ganz Schönes. Wer Interesse hat zu kommen, der darf gerne in der Veranstaltung zu- oder absagen. Es ist natürlich für mich ganz wichtig, das Ganze ein bisschen planen zu können. Letztes Jahr war die Veranstaltung wirklich sehr, sehr gut besucht. Vor 2 Jahren und letztes Jahr hatte ich auch eine Nikoläusin an diesem Tag. Beim letzten Jahr habe ich zumindest eine Nikoläusin kennengelernt, die kurz danach gestartet ist. Gell, liebe Lisa? Und ja, also es ist wirklich was super Tolles. Ich lege es euch ans Herz und ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr diese Veranstaltung teilt und wir dann hoffentlich einen richtig tollen Spendenbetrag zusammenbekommen für Radio Salü Sternenregen. So, hallo Annette, guten Morgen Michael, guten Morgen Kerstin. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Wochenteiler. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Ich freue mich, wenn wir uns am 4. Dezember zum Party-Light-Nikoläusinnen-Tag sehen. Ja? Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, vielen Dank. Tschüss!